Hast du heute nicht dein nächstes Vorstellungsgespräch? Ja, habe ich, aber erst heute Nachmittag. Du musst dich doch darauf vorbereiten. Klar, deswegen auch der Ausflug. Die haben bei uns zu Hause angerufen, an deinem Telefon. Die wissen jetzt, wo du wohnst und wer du bist. Du und ich und die Kinder, wir sind alle in Gefahr. Ach, du bist schon wach. Ja. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass das Wichtigste neben mir fehlt. Ja, davon bin ich glatt aufgewacht. Doch, sonst bin ich immer pünktlich. Sparen Sie sich Ihre Worte für das nächste Vorstellungsgespräch. Diese Stelle werden Sie nämlich nicht bekommen. Aber Sie können die Stelle doch noch nicht vergeben haben. Die Stelle ist nach wie vor frei. Moment mal. Wenn der Job noch zu haben ist, warum? Weil Bewerberinnen, die zu jedem Termin zu spät kommen, ein schlechtes Vorbild sind. Und schlechte Vorbilder stellen wir grundsätzlich nicht ein. Es tut mir leid. Ich sehe, es hat keinen Zweck. Lass uns gehen. Wo der Ausgang ist, wissen Sie ja. Heißt das, Sie wollen die junge Dame allen Ernstes nicht einstellen, nur weil sie ein paar Minuten zu spät gekommen ist? Sie haben es erfasst. Und nun entschuldigen Sie mich. Lass gut sein. Du willst wirklich vor so einer arroganten und selbstgerechten Ziege kuschen? Solange sie am längeren Hebel sitzt, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Erika, beruhige dich. Du hast gesagt, die Entführer haben angerufen. Woher weißt du das? Ich meine, hat der Karl am Telefon gesagt, was er wollte? Was er wollte? Kapierst du nicht? Diese Leute wissen alles über dich. Wer du bist, wo du wohnst. Damit mussten wir ja nun mal rechnen, nachdem ich mit ihnen verhandelt habe. Du und deine Verhandlungen. Du hättest am besten niemals damit begonnen. Ach, Erika, darüber haben wir wirklich lang und breit diskutiert. Anscheinend nicht oft genug. Und ich sage dir eines, wenn Millie oder Steffi etwas passiert... Dazu wird es nicht kommen. Woher willst du das wissen? Das Einzige, was diese Gangster interessiert, ist Clarissas Geld. Ach, ja? Herr Brandner hat recht. Ich glaube auch nicht, dass die Entführer ein weiteres Risiko eingehen werden. Ihr Wort in Gottes Ohr. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Was wollten die? Also, es ging um das Lebenszeichen, das ihr gefordert habt. Und wann bekommen wir es? Am Tag der Lösegeldübergabe. Was? Ja, sie wollen Clarissa zur Übergabe mitbringen. Und wenn die Kidnapper das Geld haben, wird sie freigelassen. Also ein Austausch. Oder sie benutzen Frau von Anstetten als Schutzschild, falls wir doch die Polizei einschalten. Nein, Tim, nein! Was ist das? Sag bloß, das macht ja keinen Spaß. Ich muss zurück ins No Limits. Ja, ich muss mich erst noch ein bisschen an deine neue Frisur gewöhnen. Außerdem kommt Frank auch mal ohne dich klar, hm? Aber er ist allein. Ja, das bin ich auch, wenn du gehst. Dann komm doch einfach mit. Erst wenn ich rausgefunden habe, was da drunter ist. Das weißt du doch. Na, das habe ich aber schon wieder vergessen. Außerdem bist du doch die Chefin von dem Laden. Du kannst doch kommen und gehen, wenn du Lust und Laune hast. Und Lust hast du doch, oder nicht? Aber nur 10 Minuten. 10 Minuten? Das schaffen wir. Verstehe. Vielen Dank, Herr Dr. Jeschke. Wiederhören. Und? Das Geld steht bereit. Also heißt es wieder abwarten. Warten, bis diese Gangster sich bequemen, uns einen Ort der Übergabe zu nennen. Wenn ich daran denke, dass ich schon wieder mit so viel Geld durch die Gegend fahren muss. Diesmal sind wir dabei. Hast du wir gesagt? Ja, Jean-Claude und ich werden Charlie nicht einen Moment aus den Augen lassen. Und was ist mit deinem Versprechen, dich daraus zu halten? Charlie geht nicht allein. Jean-Claude ist bei ihr. Sie ist nicht allein.
Du willst wieder den Helden spielen, ne? Nein, das will ich nicht. Dann bitte begib dich nicht unnötig in Gefahr und überlasse das Menschen, die dafür ausgebildet sind. Mir passiert nichts, Erika. So. Darf ich das wortwörtlich deinen Kindern sagen, wenn sie weinend an deinem offenen Grab stehen? Komm jetzt bitte. Ja, natürlich. Gibst du mir Bescheid, wenn es soweit ist? Du ja schon wieder. Du hast den Job nicht gekriegt, stimmt's? Naja, ist nicht so schlimm. Haben sie dir nicht gesagt, warum sie dich nicht wollen? Es war meine Schuld. Ja, Jessica und ich sind vorher noch ein bisschen ins Grüne gefahren. Na, da ist es eben passiert. Was ist passiert? Wir haben hier auf die Uhr geschaut und ja, sind zu spät gekommen. Und wer zu spät kommt, den bestraft Frau Ruprecht. Wenn das eben Humor gewesen sein sollte, junger Mann, muss ich Ihnen sagen, mir ist das Lachen gerade vergangen. So, 2 Cola. Die Alte kommt gleich, ja? Na? Alles klar? Ja, wenn du mir sagst, wo Cleo bleibt, sowieso. Die ist noch kurz nach oben sich umziehen. Wie soll das denn? Ihre Bluse ist kaputt, sie ist hängen geblieben. Ja, natürlich. Ihr meinst wohl, ihr beiden seid hängen geblieben, bei dir im Bett. Oder so. sag mal, was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du bist in der Galerie. Ach, die Galerie ist dicht. Charlie Schneider hat irgendwas anderes vor. Und da kommst du hierher zum Arbeit? Irgendeiner muss Cleo ja vertreten, wenn sie bei dir hängen bleibt. Oh, stimmt. Dann würde ich sagen, als Ausgleich helfe ich dir doch gerne. Okay, das ist ein Wort. Ach, hallo. Danke. Ah, Frankie. Hey, da bist du endlich. Ja, sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber ich wollte auch fragen, kommst du noch eine Weile alleine klar? Frankie? Kommst du noch eine Weile alleine klar? Ja, natürlich. Hey, klar. Ja, das ist ja gut. Okay. Ist irgendwas Wichtiges dabei? Nee. Selbst wenn ich die Pünktlichkeit in Person gewesen wäre, diese blöde Ruprecht konnte mich von Anfang an nicht leiden. Die hätte mir nie den Job gegeben. Und warum hat sie dich dann zu einem zweiten Gespräch eingeladen? Nein, du hattest eine reelle Chance. Was hast du dir bloß gedacht, wegen eines Ausflugs deine berufliche Zukunft aufs Spiel zu setzen? Ich bin doch nicht mit Absicht zu spät gekommen. Das wäre ja noch schöner. Und jetzt? Ja, suche ich mir halt was anderes. Ja, du hast ja auch gute Zeugnisse. Ja, ich bin sicher, dass sie mit ihrer Qualifikation nicht lange suchen muss. Waren Sie schon mal auf dem Arbeitsamt, junger Mann? Wissen Sie, wie viele qualifizierte Fachkräfte da rumsitzen? Ich weiß es, aus eigener Erfahrung. Sie wird bestimmt nicht lange suchen müssen. Das haben Sie ja gesehen. Ihren Optimismus in allen Ehren. Aber wenn Sie Jessica wirklich helfen wollen, ja? Dann halten Sie sich da raus. Bitte, Papa. Alexander konnte nichts dafür. Ist schon gut. Ist wohl besser, ich gehe jetzt. Sehen uns morgen, okay? Bleib doch noch. Ich muss sowieso noch was erledigen. Ich bring dich noch zur Tür. Ja. Frau Prozeski? Auf Wiedersehen. Herr Prozeski? Musste das sein? Den Arm durchdrücken wegen des Rückschlags. Mein Gott, ist das Ding schwer. Dann nehmen Sie die Waffe in beide Hände so. Ich kann das nicht.
Warum denn? Es sind doch nur Flaschen. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, dass das ein Mensch ist. Nie in meinem Leben auf einen Menschen geschossen. Ihr Gegenüber hat es aber mit Sicherheit schon getan und er wird das wieder tun. Es sei denn, Sie kommen ihm zuvor. Also, sind Sie bereit? Na los, drücken Sie ab! Ich kann nicht. Denken Sie einfach an jemand, der Sie sehr verletzt hat. Alles andere ist dann ein Kinderspiel. Roberto. Und wissen Sie was? Es hat sogar richtig Spaß gemacht. An was denkst du? Diese Dinger hier, wie heißen die denn? Erklär. Nee, die heißen irgendwie anders. Liebesknochen. Ich muss noch in die Reinigung. Was abholen. Jetzt? Ja, die machen gleich zu und ich habe sonst nichts mehr anzuziehen. Also ohne Klamotten gefällt es mir sowieso besser. Danke für die Blumen. Bis später. Hey, darf ich das als Wiedereinstieg ins Arbeitsleben betrachten? Du darfst. Cool. Was ist? Der ist von Ramon. Was? Zeig her. Tatsache, Ramon Santos. Was ist, willst du ihn nicht aufmachen? Doch. Aber ich wundere mich nur, dass Tim nicht erzählt hat, dass Ramon geschrieben hat, als er davon die Post durchgegangen ist. Naja, wahrscheinlich hatte er keine Lust, wegen Ramon auf deine Anwesenheit zu verzichten. Oder hättest du dich auch weiterhin so intensiv um ihn gekümmert, wenn du gewusst hättest, dass ein Brief von Ramon dabei ist? Gut, Erika, reden wir darüber. Das versuche ich doch seit Tagen. Aber du hast dich so sehr in dieses Räuber- und Gendarmspiel reingesteigert, dass doch mit dir kein vernünftiges Wort mehr zu reden ist. Es ist kein Spiel, das ist bittere Ernst. Ach gut, dass du das endlich einsiehst. Dann zieh die Konsequenzen. Konsequenzen? Ja! Von wegen. Wenn es Probleme gibt, ruf mich an. Ich erwarte, dass du dich aus der Lösegeldübergabe raushältst. Ja, ich hab's dir versprochen. Und dass du Frau Schneider weder im Penthouse noch irgendwo anders triffst. Erika? Ich denke, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Charlie Schneider braucht nach wie vor meine Hilfe. Charlie, ich kann diesen Namen nicht mehr hören. Es ist nicht ihre Schuld, dass Clarissa entführt wurde und alle Verantwortung jetzt auf ihr lastet. Versetz dich in ihre Lage. Stell dir vor, du wärst an ihrer Stelle. Im Übrigen hast du keinen Anlass, mir zu misstrauen. Und was ist mit eurem gemeinsamen Fernsehabend bei Pizza und Wein? Naja, daher weht der Wind. Es gibt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Dann verstehe ich nicht, warum du so große Probleme hast, den Kontakt zu Frau Schneider auf ein Minimum zu reduzieren. Weil ich mich mitverantwortlich fühle. Ich habe sie mit diesem verdammten Peilsender reingeritten. Den du doch nur installiert hast, um sie damit zu beeindrucken. Jetzt reicht es. Ich sehe keinen Sinn darin, mich ständig zu wiederholen. Glaub, was du willst. Kannst du den Brief nochmal hochhalten? Ich habe den letzten Satz nicht gelesen. Würde es mich glücklich machen, wenn du genauso empfindest wie ich für dich. In Liebe, Ramon. PS, gib mir schnell Antwort. Du kannst ihn ja schon auswendig. Ich habe ihn ja auch oft genug gelesen. Dann weißt du hoffentlich auch, wie du ihm beibringst, dass zwischen euch nichts mehr läuft. Also, ich würde es mal mit der Holzhammer-Methode probieren. Entschuldigung, Ramon, aber es ist endgültig aus. Das kapiert er wenigstens. Und es tut total weh. Wem denn? Dir oder ihm? Ramon natürlich. Ja, mir auch ein bisschen. Längst noch sehr an ihm. Schon. Und was ist mit Tim? Was soll mit ihm sein?
Ja, also, was sagt er dazu? Ist er eifersüchtig? Quatsch. Es geht ihm doch genauso mit Julia. Er hängt doch immer noch sehr an ihr. Echt? Also, ich habe gedacht, dass Julia für ihn längst gestorben sei. Wie kommst du denn darauf? Weil er nicht mehr über sie spricht. Also, direkt gesprochen haben wir darüber auch nicht. Aber er trägt noch seinen Ehering und das sicherlich nicht ohne Grund. Dein Vater wird es zwar nicht zugeben, aber er ist eifersüchtig. Ja, das kannst du mir glauben. Was meinst du, was mein Vater, wie der reagiert hat, als sein Opa sich ihm das erste Mal vorgestellt hat? Auch dagegen war ja Walter ein Quell der Höflichkeit. Selbst wenn. Ich möchte nicht, dass er Alexander so anschnauzt. Oh, das klingt so, als würde er dir viel bedeuten. Ich liebe ihn. Bist du dir sicher? Wie willst du das denn nach dieser kurzen Zeit wissen? Wie konntest du wissen, dass Opa der Richtige ist? Tja, das wusste ich von dem Augenblick an, als ich deinen Großvater das erste Mal gesehen habe. Genau wie ich. Dann vertrau auf dein Gefühl. Und was mache ich jetzt mit Papa? Der beruhigt sich schon wieder. Hallo. Kannst du mir sagen, wo das Büro des Leiters ist? Alexander! Ab ins Bett. Aber sofort! Und jetzt zu Ihnen. Was haben Sie um die Zeit hier zu suchen? Ich bin mit Ihrem Chef, Herrn Kosek, verabredet. Wie bitte? So spät? Wenn Sie mir nicht glauben, Sie dürfen mich gerne begleiten. Worauf Sie sich verlassen können. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus wie Sie. Bitte. Gehen Sie mit dem Ding eigentlich auch ins Bett? Wenn es sein muss. Und was sagt Ihre Lebensgefährtin dazu? Die steht mir auf Handschellen. Nein, im Ernst. In meinem Gewerbe ist es besser, man bleibt solo. Hat man erstmal eine Frau oder gar eine Familie, ist man erpressbar und hat Angst, dass ihnen was passiert. Und wer Angst hat, lebt meistens nicht lange. Wie beruhigend. Ich habe nämlich wahnsinnige Angst. Wieso? Ich bin doch bei Ihnen. Ja, und was, wenn wir morgen bei der Übergabe durch irgendeinen dummen Zufall getrennt werden? Bei Ihrer Treffsicherheit schießen Sie die Schweine um, bevor die wissen, was los ist. Denken Sie doch nur an die Shampoosflaschen heute Mittag. Das war doch Zufall. Außerdem habe ich gar keine Waffe. Ich besorge Ihnen nachher eine. Was? Keine Angst. Die Knarre kommt aus dem Osten. Sie ist weder registriert noch heiß. Und wer beschützt mich so lange? Ich lasse Ihnen meine Waffe da. Und wenn Ihnen was passiert, mache ich mir Vorwürfe. Nein, nein. Die Waffe können Sie ja auch noch morgen früh besorgen. Wie Sie wollen. Hi, ich bin leider nicht da. Bitte sprechen Sie nach dem, Sie wissen schon. Hallihallo, hier ist Cleo. Ich hoffe, die Reinigung hat er noch offen. Falls nicht, würde ich dich morgen auch gerne ohne Klamotten treffen. Falls du nicht anrufst, betrachte ich das als ein Ja. Oh, ach so, ja, natürlich. Natürlich können wir auch nur reden. Ciao. Ich verstehe zwar nicht, wie Sie ihn umstimmen konnten, aber wenn der Chef darauf besteht, füge ich mich selbstverständlich seinem Wunsch und bitte Frau Prozeski zu einem weiteren Gespräch. Heute spätestens morgen werde ich ihr Bescheid geben. Und was die Pünktlichkeit betrifft, ich kann ja das akademische Viertel einräumen. Sie sind mit der Entscheidung aber nicht einverstanden. Stimmt. Und wieso nicht, wenn ich fragen darf? Ich schätze es nicht besonders, wenn sich jemand eine Stelle nur aufgrund von Beziehungen an Land zieht. Frau Prozeski stellt sich lediglich beim Leiter vor.
Ich bitte Sie, die Entscheidung ist doch längst zu Ihren Gunsten gefallen. Warum sonst sollte Herr Kosek so einen Aufwand betreiben? Weil er will, dass Frau Prozeski eine faire Chance bekommt. Die soll sie haben. Natürlich. Wenn Sie beide nach dem Gespräch wirklich der festen Überzeugung sind, Frau Prozeski ist für den Job nicht qualifiziert, dann ist das für mich okay. Heißt das, Sie akzeptieren die Entscheidung, egal wie sie auch ausfällt? Solange Frau Prozeski sachlich beurteilt wird. Das wird sie. Allerdings interessiert es mich schon, wieso sich Herr Kosek für ein weiteres Gespräch entschieden hat. Ihr Chef weiß eben, was ich gehört. Guten Abend. Ja, sicher passt mir das. Soll ich noch irgendwelche Unterlagen? Mach ich. Und nochmals vielen Dank. Wiederhören. Du gute Nachrichten? Kann man wohl sagen. Das war Frau Ruprecht. Ich soll mich nochmal vorstellen. Oh, wirklich? Okay. Ich weiß auch nicht, was plötzlich in die gefahren ist. Wahrscheinlich hat die erfahren, dass dein Freund schuld an deiner Verspätung war. Alexander ist... Mach du bitte auf, ja? Du hältst dich zurück. Ja, ich werde doch noch meine Meinung sagen dürfen. Nein, komm rein. Rate mal, was passiert ist. Gleich. Lass mich erstmal den Rest der Familie begrüßen, okay? Ich weiß, Blumen sind nur ein schwacher Trost. Aber irgendwie möchte ich meinen Fehler wieder gut machen. Danke. Aber das wäre nicht nötig gewesen. Tut mir leid. Danke. Aber Oma hat recht, zumal Frau Ruprecht gerade angerufen hat. Ach. Stell dir vor, sie hat mir doch noch eine Chance gegeben. Schön. Ich freue mich für dich. Guten Morgen. Oh, hast du mich jetzt erschreckt? Was machst du denn da? Ich spiele mit dem Gedanken, einen Waffenschein zu beantragen. Wie bitte? Warum denn nicht? Ich meine, wenn Clarissa statt ihrer Puderdose einen Revolver in ihrer Handtasche gehabt hätte, wäre das vielleicht nie passiert. Ja. Oder sie hätte sich in der Hektik selbst erschossen. Also so etwas würde ich doch Jean-Claude lieber überlassen. Wo steckt er eigentlich? Er muss noch eine Besorgung machen. Ja? Hast du das Geld? Ja. Gut, dann hör genau zu. Der Austausch findet statt um 11.30 Uhr. Ich wiederhole, 11.30 Uhr im Movie World. 11.30 Uhr Movie World, verstanden. Im Zeitungskasten vor dem 3D-Kino findest du weitere Anweisungen. Zeitungskasten vor dem 3D-Kino. Und keine Bullen. Sonst. Nein, keine Polizei, klar. Sie hat verstanden. Gute Arbeit, Leonard. Oder was meinen Sie? Du sagst es, Jean-Claude.